Hallo, ihr lustigen Warhammer 40.000 und Dawn of War Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zur Mission Nummer 5. Sozialer Aufstieg. Wir müssen jetzt die zweite Welle besiegen. Ich bin momentan noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Die Gretschis brauche ich hier nicht, die können da auch wieder hoch. Es kommen jetzt auf jeden Fall die nächsten Orte. Die sind jetzt, oh Gott, die sind auch schon hier. Super, die haben das Ding ja schon komplett überrannt. Großartig, wie das hier jetzt gelaufen ist mit dem Erobern von dem Teil hier. Hat sich ja echt gelohnt, die Leute hier hinzupacken, ne? Geilo. Ja, jetzt verlieren wir wahrscheinlich diesen blöden Bot. Aber das wieder abschießen, das nervt schon die ganze Zeit rum. Yeah! Gegner! Mehr Gegner! Wie geht es ernsthaft jetzt hier? Nee, hier die LKWs müssen wir kaputt machen. Es sind ja zum Glück nur noch viel mehr. Und unser Kriegslager bekommt Schaden. Ich glaube, wir sollten dringend mit allen zurück. Den Eindruck habe ich gerade eben gewonnen. Holla, die Waldfee. Die repariert mal ganz schnell. Ey, ist das irrsinnig oder ist das irrsinnig? Hallo, würdet ihr jetzt euch mal beeilen? Ist ja nicht mehr witzig. Holy crap! Ihr solltet echt das Ding reparieren. Schafft ihr es jetzt endlich mal zurück? Warte mal, geh da hin. Warum geht der nicht näher ran, ey? Wuff. Keine Ahnung. Warum greifen die nicht an? Das ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn, wie schwerfällig die hier gerade eben versuchen, das jetzt zu verteidigen. So, wir brauchen ein paar Gretschis, um das jetzt wieder zu reparieren. Hier kommt mir gerade eben so ein bisschen die Steuerung in die Quere, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gibt sich jetzt hier gerade eben nicht besonders versöhnlich mit mir. Weil die Orks einfach nicht angreifen wollten, ne? Beziehungsweise die blieben halt in anderen Ork-Einheiten hängen, beziehungsweise haben sich eher auf die dann gestürzt. Also, ja, mit dem Arm muss man immer wieder ein bisschen vorsichtig sein. Wer greift denn das immer noch an? Das da, okay. Haben wir es jetzt endlich? Jetzt wird es repariert. Gut. Alle bitte reparieren. Zeit, dass wir jetzt hier auch mal wieder unsere Truppen wieder auffrischen. Irgendwo fährt da noch so ein Auto rum. So, jetzt wird das Ding auf jeden Fall erstmal wieder hochgepumpt. Da kommt nochmal irgendetwas. Nochmal so ein blödes Autoteil. Aber dieses Mal ist da, glaube ich, nichts mehr drin. Ach komm, Gretschi. Ist doch gar nicht Teil des Kampfteams. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, da die Verteidigungstruppen aufzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, die sind ja einfach nur überrannt worden. Und die, ja, die sind auch überrannt worden. Die einzigen, die noch existieren, sind die hier. Also, sorry, das war... Ganz im Ernst, da hätte ich meine Leute wirklich einfach alle hier parken sollen. Wirklich alle hier, das wäre, glaube ich, sehr viel sinnvoller gewesen. Das ist eine schlechte Empfehlung des Spiels. Muss man ganz klipp und klar sagen. Ihr kommt einfach wieder da hoch. Vor allem, ihr seid halt auch total ausgeliefert da oben. Wummenlager, kann ich nichts mehr forschen. Noch mehr von diesen... Was seid ihr überhaupt? Plünderers. Mal gucken, was ich diesen Plünderers geben kann, wenn die hier... S
können die, sie können ja auch salvagen, ja. Genau, können sie. Warte mal, salvage mal das da. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Unterdrücken. Ah, okay. Die können jetzt Unterdrückungsfeuer einsetzen. Also, eventuell ganz nützlich. So, wir reparieren das Ding einfach wieder hoch. Ja, ich soll mich da hinstellen. Ist klar. Weil es ja vorhin schon so eine gute Idee war, auf das zu hören, was das Spiel mir gerade hier eben nahelegen will. Kommt, sammelt ein. Und sammelt ein. Irgendjemand wird jetzt hier einsammeln. Und... Jawollo. Ja, mein Gott, das Spiel nervt immer noch rum, dass ich hier unbedingt hin muss. Also gehen wir da halt hin. Ich darf ja hier nicht mitreden. Da war irgendwo noch ein Ork. Ich glaube, das ist echt der Rest vom Schützenfest von dieser komischen zweiten Welle. Die trauen sich einfach nicht weiter vor und wir müssen jetzt quasi hier das Ganze ausbaden. Aber dafür gibt es hier noch ein bisschen mehr Schrott. So, jetzt, ja, wie ich es mir gedacht habe. So immer das Gleiche. Bereiten Sie sich auf die dritte Welle vor, ja. I'm trying to do that. Ich will hier definitiv noch mehr von denen kriegen. Die finde ich sehr, sehr gut. So, wir kommen wieder nach oben. Mit allem, was wir haben. Ich werde definitiv keine von diesen schwachsinnigen Stellungen mehr besetzen. Also die halte ich ja für bekloppt, die Stellungen. Ich glaube, das, was Sinn macht, sind tendenziell wirklich hier Leute weitgehend hinstellen. Gretschis da hinten hin zum Reparieren für den Notfall. Hier ein paar Nahkampf-Orks hin. Ihr bleibt da. Warum geht ihr jetzt dahin? Wenn ich sage, ihr sollt dahin gehen. Das ist doch nicht logisch. Was ist denn da los? Wo sind die denn? Ich höre wieder irgendwo ein War. So ein War-Turm, der richtig abgeht. Was ist denn da los? Ich glaube, ich habe einen verbuggten Ork. Besiegen Sie die dritte Welle. Ich bin mir sehr sicher, ich habe einen verbuggten Ork. Ich bin mir sehr sicher. Ja, da ist irgendwie einer drunten verbuggt. Wie ist denn der da runtergekommen? Ja, jetzt auf einmal nicht mehr. Verstehe ich nicht. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen upgraden. Die sind schon tot. Ja, ich tue die Orks hier wieder aufbauen, so gut ich kann. Ich sorge dafür, dass sie jetzt hier keinen Schaden bekommen oder zumindest nur minimalistisch. Und ansonsten wird sie jetzt einfach nur noch aufgerüstet. Boah, wobei das hier schon hart zur Sache geht. Wow. Da sind jetzt einige von den Bots dabei, von den Killer-Khans. Aber die haben ihre Munition weitgehend verballert. Oh wei. Geht mal dahin. Du musst echt aufgerüstet werden. Viele von denen haben so viel Schaden, das ist nicht mehr witzig. Rückzug. Mehr Orks nachbauen. Die haben wir erledigt. Ja, schön nachbauen. Wir haben unsere Elite-Truppen
Leben leider jetzt gerade eben eingebüßt. Bauen, bauen, bauen. Und hingehen. Reproduziere, wo ich nur kann. Ich weiß, ich könnte eigentlich noch mehr hier Fähigkeiten einsetzen. Keine Ahnung, was es bringt. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir machen das jetzt hier mit der No-Brainer-Taktik. Wir stellen uns einfach hin und verhindern einfach, dass sie hier irgendwo durchkommen. Direkt vor, also wie gesagt, hier einfach Feuerkraft konzentrieren bringt viel mehr, als sie da unten blöd verteilt sind stellen. Bam. Tja, verteidigen sie die Basis erfolgreich. Das war viel mehr easygoing als davor. Unterwerfen sie was, Makas Boys, okay? Ach, jetzt hat er auch eine Basis da unten noch einmal. Auf einmal hat der Herr eine Basis. Na gut. Soll mir recht sein, aber dafür müssen wir erst hier nochmal aufrüsten. Kann ich hier nochmal irgendwie technologisch was machen? Nein. Kann ich nicht. Eins und aufrüsten. Ihr schnappt euch das Ding hier noch. Yeah. Kann ich noch irgendwelche normalen Orks bauen? Dann werden wir gleich sehen. Oh, den Killer-Khan sollte man echt mal reparieren. Hier kommt er rein. Keine Ahnung, wie viel ich noch bauen kann. Ich baue halt mal noch. So, der Killer-Khan ist repariert. Tue ich aber mal wieder alle da nach hinten, damit sie nicht im Wege sind. So, ready for action. Dann gehen wir mal hierher. Da laufen. Ah, da haben sie meinen Wartturm kaputt gemacht, die kleinen Pennerviecher. Hier sind sie. Ja, oh Gott, die haben nicht nur. Die haben hier richtig kaputt gemacht. Die haben hier richtig zugelangt. Ja, der Killer kann das nicht lange gemacht. Den kann man doch direkt looten, oder? Ne, kann man nicht. Komisch. Schnappen uns halt die Typen hier. Schnappt sie euch. Danach die hier. Jetzt haben die das tatsächlich erobert. Wollt ihr mich verarschen? Hey, da ist er ja. Ein Wartturm. Der hat aber hier schnell produziert. Na komm, wir schnappen uns einfach seinen Schrott. Das ist unser Schrott. Da kenne ich nichts. Oh, da ist schon wieder so ein Rave am Start. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Was ist das überhaupt hier? Warum ist er so stark? Die einzige Frage ist, will ich es wirklich wissen? Das ist die einzige Frage, die wirklich wichtig ist. Will ich es wirklich wissen? Oh, da sind wieder einige. Signalstark schon wieder, ja. Bin mir ziemlich sicher, dass wir nahe dran sind. Schon wieder so ein Rave. Fangen wir mal an, hier rumzuschleudern. Jetzt treffen wir auch alle, die es verdient
Leute ab. Boah, wir verlieren aber gerade einige Leute. Oh Gott, jetzt weiß ich auch warum. Jetzt weiß ich auch warum. Das ist auf einmal hinter uns. Das ist, glaube ich, der Boss. Oder? Boah, fuck, ey. Der räumt aber echt mit uns auf. Wir greifen jetzt trotzdem an, wir sind kurz vor seiner Base. Wie unterwerfe ich die? Muss ich einfach die Dinger jetzt hier einnehmen? Geht das so? Ist das der Gag? Jetzt einfach die Dinger einnehmen? Oder ist das jetzt hier seine Verteidigungsposition? Weil hier drei solche... Ja, das wird sein. Das ist sein eigenes, eigentliches Lager. Das Problem ist aber, wir sind so mega angeschlagen, dass wir einen anderen Angriff gar nicht wagen können. Wir sind so angeschlagen, wir können gar keinen Angriff wagen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wir müssen erstmal hier Leute wiederherstellen. Unsere Kampfkraft wiederherstellen. Nee, ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauern wird hier. Das überrascht mich. Ich guck mal, ob ich das hier hinbauen kann noch. Das ist jetzt so sicher. Der rennt hier einfach nur rum. Holen wir kurz mal das Ding ins da. Alle so krass angeschlagen, ey. Sammelt mal ein. Gut. So, und das hier. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss. Jetzt zeigt es mir die Karte an. Dass ich dahin muss. Jetzt wird mir es angezeigt. So, ihr seid jetzt fröhlich da. Wieder irgendwo ein Rave am Start. Guck mal runter, ihr Gretschis. Wir müssen hier Dinge bauen und reparieren. So, Moment. Das hier bauen wir auch noch schnell. Naja, schnell ist mit dem Bauen immer sehr relativ, ne? Jetzt nur noch die Seite laufen. So, reparieren. Du hast schon gebaut. Das ist sogar schon fertig. Das ist super. Ich möchte nämlich jetzt dafür sorgen, dass die hier auch ein bisschen geheilt werden. Ich glaube, dafür brauche ich eine Boys-Baracke. Mit der Boys-Baracke geht es auf jeden Fall deutlich schneller mit dem Heilen. So. Der ist fertig. Helft mal hier beim Bauen, dann geht's nochmal schneller. Wir kommen jetzt mal alle hier drum rum. Und auffrischen, bitte. Jeder eine Auffrischungskur. Aber nur eine. Die sind abgezielt. Die, bei Orks weißt du nie, ne? Die nehmen alles, was sie kriegen. So. Muss genau aufpassen. Es geht komischerweise nicht immer, nicht aus jeder Richtung. Ich kann nicht alle auffrischen, komischerweise. Was stimmt mit dir nicht? Warum... Jetzt kann ich es auf einmal. Meistens einfach zu weit weg. Das mag ich gerade eben. Das ist das eigentliche Problem. So, ihr Gretschis, ihr geht mal aus dem Weg.
Wenn ich jetzt hier mal wieder definiere, was hier die Nummer 1 ist. Die sind nämlich die Nummer 1. Und jetzt greifen wir an. Irgendwie macht die KI relativ wenig, habe ich so das Gefühl. Schick es mal dir wieder hoch. Ihr geht nach Hause. Ihr geht nach Hause. Da hat wieder Orte. Ja, die werden aber nicht weit kommen. Warum laufen die nur rum, statt das jetzt zu erobern? Ich glaube, das ist komplett geskriptet, was die hier tun. Ich erobere das hier einfach mal schnell. Schon wieder so übertrieben viel Schaden bekommen. Zu meiner Überraschung. So, wir greifen jetzt an. Da ist nämlich seine Base. Machen wir diesen blöden Turm hier noch fertig. Sollten wir jetzt eigentlich mal fertig werden mit dieser Mission? Überrennt die bitte auch noch. Du hast wahnsinnig viele Schützen aus der Tür. Ja, was, Naga? Da ist offensichtlich sein Gebäude. Na? Keine Ahnung, was die jetzt mit der Signalstärke meinen. Aus diesem Gebäude dringt das Signal. Okay, komisch, obwohl die Hälfte nur war, gerade eben war von der Signalstärke. Gorgat! You ain't dead yet! Surprise! A bastard sees rival dead with his own eyes! Was passiert jetzt? Jetzt ist er da hochgesprungen. Das heißt, ich muss jetzt zu ihm hoch für einen epischen Bossfight. Diesen Eindruck habe ich inzwischen. Ja, tötet erstmal das, was da hinten ist. Was, wo ist er jetzt hin? Er hat einen Kran, der Dinge tut. Okay. Ach, jetzt ist er da oben. Doof ist das denn? Warte mal, jetzt machen wir mal das Ding hier kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob das für ihn wichtig ist, aber ich mach's kaputt. Diesen Bosskampf verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ach, jetzt ist er da oben. Ach, ich kann da gar nicht hoch. Okay. Wir müssen jetzt, glaube ich, echt einfach nur stumpf diese blöden Schilde kaputt schießen, ne? Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Warum? Das ist ein Quatsch hier. Immer wieder kommen noch neue Mobs dazu. Jetzt ist er da oben. Oh Mann, oh Mann. Ach, jetzt mach doch mal einfach mal einen Bot kaputt. Dann den nächsten. Ich kann irgendwie meine Spezialfähigkeit gerade eben nicht auswählen. Hallo. Jetzt kann ich es machen. Ich konnte das gerade eben nicht machen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich baue mal in der Zeit einfach mal wieder ein paar Orks nach. Es ist der Wahnsinn. Wir werden hier, glaube ich, mehr als eine Welle brauchen. Wo ist der Typ jetzt hin? Haben wir gewonnen? Oh, ups. Ups. Da guckst du eine Sekunde nicht hin und auf einmal so besiegt. Und ich weiß gar nicht, warum.
War das eventuell unser Schleuderdingens da, das ich daneben gemacht habe? Hat ihm das die Schilde so runtergeprügelt? Ich weiß es nicht. Ich bin irritiert. Und zwar sehr. Cooles Bild. Das ist eine Sache. You ain't fair. I was to be boss. Only I was handsome enough. Oh, it's no beauty contest. Shut your gobs. You two work for me now. Yeah, yeah. You're the boss now. But are you ever gonna tell us why you went to all that trouble? Right. The big prize. You think a clever orc like me signed up with a dunce like Gitstomper just for laughs? Now, before I came here, I scored a load of secrets at this dump called Caravan. One of them secrets is the thing that the Yumis and the Elders are fighting on this world for. What are you talking about? Spit it out! The planet Acheron. Tja, und ich habe so das Gefühl, dass unsere lieben beiden Freunde da überhaupt nichts mit anfangen können, was damit gemeint ist. So, erstmal unsere Erfahrung für unsere Eliten. Das läuft. Mehrere schöne Level-Ups. Wobei die natürlich, so wie ich das jetzt bis jetzt mitbekommen habe, einfach nur immer, Maniküre sind. Ne? Also bis jetzt habe ich wenige Dinge halt finden können, die wirklich... Also ich habe noch nichts entdecken können, dass da jetzt quasi wirklich irgendwie eine spielerische Sache mit drin ist. Aber vielleicht kommt das ja noch, ne? Ich will da jetzt momentan noch nicht vorausgreifen. So, freischalten. 40 Schädel, nochmal 40 Schädel, noch mehr Schädel. Das hier ist das eigentlich Wichtige, um sich die ganzen Doktrinen kaufen zu können. Ja, und halt ein Porträt. Ja. Wie gesagt, Maniküre, Pediküre. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. So, wir gucken. Wir kommen jetzt als allernächstes in Mission Nummer 6. Ein gefährliches Angebot. Und so wie es aussieht, spielen wir da jetzt wieder die Space Marines. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.